Ralf, was bedeutet es, souverän zu werden? Sind wir als Deutsche nicht längst eine souveräne Demokratie? Nein. Also völkerrechtlich gesehen denke ich, dass Deutschland die Souveränität hat. Das hat man ja gesehen, als Gerhard Schröder sich verweigert hat, mit den Amerikanern in den Irakkrieg zu ziehen. Also ich denke, seit dem 2+4-Vertrag und seit der sogenannten Wiedervereinigung, dass wir tatsächlich ein souveräner Staat sind. In gewisser Beziehung aber nicht. Im Grundgesetz heißt der Artikel 20, Absatz 2, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und das findet hier sicher nicht statt. Ich kann mal ein paar Beispiele nennen, wo man das gleich sieht. Wie standen wir zum Euro, war eine große Frage. Da gab es nie eine Volksabstimmung, sondern das wurde einfach eingeführt. Wie stehen wir zur EU? Da sind wir nie gefragt worden, sondern die wird einfach eingerichtet. Da werden Wahlen gemacht, die auch gar keine echte Bedeutung haben. Wir erinnern uns daran, dass das letzte Mal ein Herr Weber zum Chef der EU gewählt wurde, des Europäischen Parlaments gewählt wurde oder zum Chef der EU sogar gewählt wurde. Und dann eine Frau von der Leyen nachher da oben stand. Es ist eine Scheindemokratie, die da eingerichtet wurde, an die Souveränität unserer Politiker gewissermaßen längst übergeben worden ist, aber es ist keine Demokratie und wir haben da nicht mitzusprechen. Dann die große Frage, was macht unser Militär am Hindukusch, wäre 20 Jahre lang eine Riesenfrage gewesen, die das Volk hätte entscheiden müssen. Aus solch entscheidenden Fragen sind wir immer rausgehalten, auch aus der Frage, was halten wir von Rammstein, der gewissermaßen der Zentralpunkt für die amerikanische Herrschaft über die gesamte Welt mit allen Drohnenkriegen und allem, was überhaupt nur so läuft. Wie stehen wir zur NATO? Eine große Frage. Lauter solche Fragen, in die sind wir immer nicht eingebunden. Das heißt, rein völkerrechtlich kann es sein, dass die Bundesrepublik eine gewisse Souveränität hat, aber das Volk ist nicht der Chef. Also das ist ganz deutlich. Das Volk hat die Souveränität nicht, die ihm zugeschrieben ist im Sinne des Grundgesetzes. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und da ist und diese Souveränität kann es nur erlangen, wenn es Volksabstimmungen bundesweit gibt. Also wenn wir über die großen Fragen genauso Volksabstimmungen haben können, wie sie heute schon mit viel Mühen und unter Bedingungen, die auch nicht in Ordnung sind, auf Landesebene haben. Es gibt ja Volksabstimmungen auf Landesebene. Die Hürden sind da allerdings so, dass man sie kaum erfüllen kann. Und jetzt Volksabstimmung bundesweit und Souveränität über die Verfassung. Die Verfassung selber wird auch im laufenden Bande geändert, einfach durch die Politiker. Da wird das Volk auch nicht gefragt. Dabei ist die Verfassung der Grundlagenvertrag gewissermaßen der Politik mit dem Volk. Und wenn eine Partei das einseitig ändern kann, ist es kein Grundlagenvertrag, dann ist es eine Witzgeschichte. Ja. Und das sind die zwei Dinge, die unbedingt dazu. Also Volksabstimmung vollumfänglich über alle Gebiete und Volksabstimmung über die Inhalte der Verfassung, dass die nicht einseitig durch die Politiker einfach geändert werden können. Und erst dann ist die Souveränität tatsächlich da, vorher nicht.